Wir unterscheiden da zwischen Augenschatten und richtigen Augenringen. Die Augenringe entstehen meistens durch Volumenverlust oder wenn das ganze Gewebe absackt. Augenschatten haben wir eher, wenn wir da eine rot-bläuliche Verfärbung haben oder auch eine erbliche Pigmentierung. Es sind alle geeignet, Männer, Frauen. Die ideale Voraussetzung ist, dass das Unterlidhautgewebe straff genug ist, also nicht zu schlaff. Wenn es nicht so fest ist, dann haben wir Probleme. Vorbeugen von Augenringen, guter Lebenswandel, das heißt gute Ernährung, genügend Schlafen und gute Gene sind auch nicht schlecht. Alternative, Sonnenbrille. Am besten entspannt zur Behandlung zu kommen, was essen und ungeschminkt bitte. Müssen wir ein ganz spezielles Produkt nehmen, einen speziellen Filler, der wenig Wasser bindet. Wir nennen das im Fachjargon einen Low G Prime Filler. Kann ein Jahr anhalten oder sogar mehrere Jahre.